Hey, Mahlzeit Leute, herzlich willkommen hier auf dem Kanal bei Hillbilly TV. Vielleicht habt ihr das schon mitgekriegt oder auch noch nicht, dann ist es gut, dass ihr hier einschaltet. Aber der Lepus macht wieder so eine coole, ich sag mal so, eine, zeichne mir eine Schablone und wenn du gewonnen hast, mache ich dir ein Messer draus, Wettbewerb. Und man soll wieder kräftig Messer zeichnen, Messerschablonen zeichnen und ihm zuschicken. Und dann wird er über diverse Losverfahren 3, 4 Gewinner ermitteln und dann wird er da nach diesen Schablonen diese Messer schmieden. Habe ich mich natürlich auch gleich wieder ans Kribus gesetzt und ein bisschen gekritzelt. Und rausgekommen ist hier, nein, nicht das, sondern hier Hillbillys Zombie Sheepfood Skinner. Und das Ding sieht dann so aus. Man sieht vorne die Klinge von der Schneide her, so wie so ein Häutemesser, so ein Skinner. Und wenn man sich das da hier weit nachher nach unten vorstellt, ist es so eine Sheepfood-Klinge. Ne? Das ist so wegen so eine nach oben gezogene Sheepfood-Klinge. Hinten dann wieder schöne Zeigefingermulde, wie ich das mag, und abgesenkter Griff. Jo, seine Vorgaben sind keine T-Stücke und keine Kreuzstücke, weil er will alles aus einem Stück schmieden. Ohne zu sägen, zu bohren, schleifen oder feilen. Klinge soll maximal 11 cm lang sein und maximal 3 cm stark. Jo, das ist jetzt mal hier mein Entwurf für mein Messer, das ich dann einreiche. Jo, halt hier ne, der Hillbillys Zombie Sheepfood Skinner. Wenn du die Zombies erlegt hast, musst du sie auch noch irgendwie auseinandernehmen. Ne? Ohne Zeichnung drumherum sieht das Ganze dann so aus. Je nachdem, wenn so eine, das mit so einem 4 mm breit dann wird und dann hinten ordentliche Holzgriffschalen dran, dann gibt das ein ganz ordentliches Jagdmesser. Stelle ich mir das so vor. Ne? Damit kannst du den einen oder anderen Zombie schon das Fell über die Ohren ziehen. Ne? Geil, mal zum Größenvergleich. Hier ja, mein fränkischer Kampfklopper 42. Ja, der ist dann so noch ein bisschen größer. Ne? Jo, ich werde mal die Links zu seiner Aktion drunter hängen. Verteilt den Link weiter. Macht da mit, dass er richtig viel Postsendungen kriegt und eine große Auswahl an Möglichkeiten hat. Weil ich glaube, er wird vielleicht das eine Messer oder so nach eigenem Gutdünken auswählen oder verlosen. Und die anderen dürfen dann wieder die Leute drüber abstimmen. Und das wird wieder eine ganz lustige Action. Und rauskommt tun dann so 2, 3, 4, 5 handgeschmiedete Lepus Originale. Also Leute, bleibt gesund, haltet eure Messer scharf, geht mal ein bisschen ans Reißbrett zeichnen. Oder hier, ich kann nur noch den Link vom Skribus drunter hängen. Das ist ein echt gutes, freies Zeichenprogramm. So Vektor-Zeichenprogramm. Ist echt einfach zu erlernen und so ein paar Linien kriege ich also auch schon hin. Und richtig gutes Tool. Also, wir sehen uns wieder bei YouTube oder beziehungsweise bei Lepus auf dem Kanal. Da werden jetzt wahrscheinlich einige Videoantworten noch eingehen und er lässt bis Ende Februar laufen, also sputet euch. Der Januar ist ja schon so gut wie vorbei, ne? Dann bleiben noch 4 kurze Wochen im Februar und dann ist auch schon Verlosung, ne? Und da habt ihr die Gelegenheit, mal ein Design einzureichen von einem Messer, das ihr schon immer wolltet, ne? Praktischer und günstiger kommt ihr da nicht mehr an ein handgeschmiedetes eigenes Designmesser. Also Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Schaut beim Lepus vorbei. Ich werde den Link drunter hängen. Macht mit, zeichnet was. Entweder mit dem Computer oder von Hand. Ich kann Hand nicht so gut zeichnen. Ich nehme dann lieber den Computer und druck's aus. Oh, tütet die Dinger ein und schickt sie dem Lepus, dass er hier was zu tun hat. Sonst wird es ihm noch langweilig in der Schmiede. Also, coole Aktion, Lepus. Weiter so, ne? Wir sehen uns hier bei dir oder bei mir auf YouTube wieder. Also, ciao und schönes Wochenende.